Seit Corona hat sich die Stimmung in Österreich abgekühlt. Ärzte trainieren für ihre Sicherheit, Verschwörungstheoretiker kapern Innenstädte, Menschen bekommen Morddrohungen. Sie werden eingeschüchtert und mundtot gemacht oder zu Tode gehetzt. Ein kleiner Ort in Oberösterreich. Hier liegt eine Hausärztin begraben, deren Geschichte das ganze Land bewegt hat. Sie impfte gegen Covid-19, geriet in den Fokus der Impfgegner und Corona-Leugner. Nach grausamen Morddrohungen und einer öffentlichen Hetzjagd sah sie offenbar nur noch einen Ausweg, den Tod. Genau vor einem Jahr habe ich sie noch in ihrer Praxis getroffen. Ich erinnere mich, wie irritiert ich war, als wir die Tür öffneten. Ein Mann vom Sicherheitsdienst bewachte die Praxis. An ihm musste jeder vorbei. Was ist das genau für eine Pistole? Glock. Also keine Schreckschusswaffe? Nein, das ist eine scharfe Waffe. Ärztin Dr. Lisa Maria Kellermeier hatte damals gerade eine Morddrohung per Mail erhalten. Betreff, ich werde dich hinrichten. Hallo, du dummes Stück Scheiße. Du kannst dir gerne mit Anwälten drohen, aber kriegen werdet ihr mich sowieso nicht. Stattdessen habe ich nun beschlossen, dich zu kriegen. Wenn ich schon einmal dabei bin, werde ich aber selbstverständlich alle anderen Mitarbeiter deiner Praxis auch abschlachten. Ich bin bewaffnet und habe eine Schrotflinte. Damit werde der Absender schildert der Ärztin dann, wie er sie genau umbringen will. Eine Aufzählung voll unglaublich grausamer Details. Zu ekelhaft und zu krank, um es weiter vorzulesen. Wir sind hier bei Drohungen, die mehrere Jahre Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Das ist nicht ein bisschen Shitstorm. Das ist nicht ein bisschen auf YouTube schimpfen, fette Sau oder sonst was. Das sind wirklich sehr konkrete Drohungen. Wer sind die Menschen, die im Netz drohen und monatelang gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind? Ich treffe jemanden, der alle großen Corona-Demos in Wien begleitet hat. Der freie Journalist Michael Bonvalo. Aus Sicherheitsgründen drehen wir nicht bei ihm zu Hause, sondern bei mir im Büro. Was Corona gemacht hat, ist, es hat einerseits der extremen rechten Wahlbewegung, aber auch neonazistischen und neofaschistischen Kräften die Möglichkeit gegeben, tatsächlich auf die Straße zu gehen, und zwar in Massen auf die Straße zu gehen. Unter den Demonstrierenden auch verurteilte Neonazis und international bekannte Identitäre. Bonvalo geht inzwischen nur noch mit mehreren Sicherheitspersonen auf die Demonstrationen. In der Szene ist er bekannt wie ein bunter Hund. Es wird regelrecht Jagd auf ihn gemacht. Also da sehen wir neonazistische Fußball-Hooligans, die mich bei einem Corona-Aufmarsch in der Nähe vom Wiener Hauptbahnhof angreifen, mich und mein Team. Und das kann dann durch mein Sicherheitsteam verhindert werden, dass es da einen körperlichen Angriff gibt. Die Szene ist gewaltbereit und gefährlich. In den einschlägigen Foren werden Feinde an den Pranger gestellt. Wer auf die Abschussliste kommt, lebt von einem Moment auf den anderen in einem Albtraum. Auch vielen Wissenschaftlern erging es während der Corona-Pandemie so. Die Virologin Dorothee von Lahr traute sich in Innsbruck nur noch mit Perücke auf die Straße und musste sogar umziehen. Interviewpartner sagen mir ab, aus Angst in der Öffentlichkeit zu sprechen. Corona hat tiefe Gräben in der Gesellschaft hinterlassen. In Regensburg treffe ich Anwalt Xian Zhou-Yun. Er übt scharfe Kritik an der Arbeit der Ermittler. Es werde nicht mit Nachdruck ermittelt, zumindest solange die Leute noch leben. Yun hat eine gruselige Entdeckung gemacht. Als er in den Medien die Morddrohung an die österreichische Ärztin gelesen hat, fiel ihm plötzlich etwas auf. Die Parallelen, das linke ist mein Bedrohungsschreiben, das rechte ist das, was Frau Kellermeier bekommen hat. Frau Kellermeier bekam ein Schreiben, ich werde als Patient kommen und wenn wir allein im Besprechungszimmer sind, werde ich dich niederschlagen und an deinen Arztstuhl fesseln. Mir hat er geschrieben, ich werde als Mandant kommen und wenn wir beide in deinem Büro sind, werde ich dich an die Heizung ketten und als Geisel nehmen. Ich habe es dann nebeneinander gelegt und dann festgestellt, das sind die gleichen Begriffe, es ist die gleiche Geschichte, nämlich dieses Festketten, Mitarbeiter, Mitarbeiterin reinholen, vergewaltigen, aufschlitzen, abstechen, Kehle durchschneiden. Das waren
schon ein bisschen zu viele Parallelen. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, dass die Mails auch über die gleichen Mail-Server, über die gleichen Anonymisierungsdienste kamen. Und da war klar, das muss wohl entweder der gleiche Täter oder die gleiche Tätergruppe gewesen sein oder zumindest jemand, der Zugriff auf die gleichen Vorlagen hatte. Jun erklärt mir, man müsste den Umgang im Netz genauso reglementieren wie den Straßenverkehr. Bußgelder für schlechtes Verhalten. Der Mensch, der ihn und seine Mitarbeiterinnen gerne massakrieren würde, läuft übrigens immer noch frei herum. Die Behörden wirken machtlos. Dr. Kellermeier fühlte sich nicht ausreichend geschützt. Weder von der Polizei noch von der Politik. Sie hatte beschlossen, sich selbst zu schützen, baute ihre Praxis mit Notfallschaltern zur Hochsicherheitszone um. Wir haben nach hinten einen Panikraum gebaut aus unserem Serverraum. Also wirklich mit nicht aufbrechbar RC3-Sicherheitstüren. Ich bewege mich nicht mehr unbewaffnet. Ich habe immer Pfefferspray-Pistole eingesteckt. So sicher wie hier in unserem kleinen Fort Knox bin ich woanders nicht. Haben Sie eigentlich Angst? Wovor? Wenn Sie morgens in die Arbeit gehen? Ich gehe nicht mehr morgens in die Arbeit, ich bleibe hier auf der Couch. 6 Monate später ist die Ärztin tot. Sie hat sich in ihrer Praxis umgebracht. Gegen einen der Beschuldigten aus Bayern wird noch ermittelt. Von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin kommt allerdings die Meldung, die Ermittlungen im Fall Kellermeier seien eingestellt. Der Absender der Morddrohung ist weiter auf freiem Fuß. Dr. Kellermeier war ja längst nicht die Einzige, die bedroht wurde. Menschen in Gesundheitsbereichen stehen besonders im Fokus und viele haben jetzt beschlossen, sich zu wehren. Wie sie das machen und wer die Hetzer sind, seht ihr hier.